Gespräche auf höchster Ebene in alle Richtungen. Beim Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem polnischen Kollegen Tusk ging es um die Ukraine, genauso wie bei einer Telefonkonferenz mit anderen Staats- und Regierungschefs. Während die Ukraine sich bemühe, die Genfer Vereinbarung umzusetzen, komme von Russland zu wenig. Russland hat die Möglichkeit, davon bin ich zutiefst überzeugt, oder hätte sie, die Separatisten in der Ukraine auch auf einen friedlichen Weg der Verfassungsdiskussion und der Wahlvorbereitung zu bringen. Solche Signale sind bis jetzt leider ausgeblieben. Der Westen will die Diplomatie noch nicht aufgeben, droht Russland aber weitere Sanktionen an. Die USA halten die Europäer in dieser Hinsicht für zu zögerlich. Präsident Obama will den Druck erhöhen und für mögliche weitere Eskalationen vorbereitet sein. Wichtig ist auch, den Boden zu bereiten, falls wir eine noch größere Eskalation erleben, Russland möglicherweise sogar militärisch in die Ukraine einfällt, sind wir zu Sanktionen bereit, die noch größere Konsequenzen hätten. Als Vermittler in der Krise bieten sich die Länder der östlichen Partnerschaft an. Auch sie erwarten aber klare Signale von Russland. Wir empfehlen Russland in einer Geste des Friedens, die russischen Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Noch gäbe es eine Chance, das Genfer Abkommen umzusetzen, doch die werde kleiner und kleiner.